Hey Leute, ich bin Eva, willkommen bei Alles Eva Game. Quick Small dabei. Hello! Heute machen wir wieder ein Brookhaven Roleplay. Und zwar werden wir undercover als Prinzessinnen gehen. Und wenn ihr das sehen wollt, bleibt dran. Aber jetzt grüßen wir erstmal zwei von euch aus Evas Hashtag Club Eva Roblox Gruppe. Das erste Startet geht an Lena. Hallihallo! Und das zweite geht an Mila. Hallihallo Mila. Wie viele Mitglieder haben wir denn? 148.000 Mitglieder, Leute. Wahnsinn. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Und jetzt geht's los mit dem Video. Mama? Ja, wo bist du denn? Ich bin hier oben, warte, ich komme zu dir. Oh Gott, dieses Schloss ist einfach zu groß. Ich finde mich hier nie zurecht. Ach, da bist Hallo. Du. Okay, hi. Hallo. Warte, ich mache uns erstmal ein schönes Feuer. Wo sind eigentlich unsere ganzen... Dina! Weiß nicht, die haben heute Ferien. Ich habe denen nicht freigegeben. Wer bitteschön hat denen freigegeben? Du kannst denen doch nicht einfach freigeben. Ich habe es gemacht. Ich bin auf meinen Computer gegangen und habe gesagt, hey, ihr könnt jetzt freigehen. Okay, Gott, Prinzessin, was soll das nur? Was willst du eigentlich? Also, ich wollte fragen, ich habe letztens ein paar... Wie nennt man es mal? YouTube-Videos geguckt. Du weißt doch, die Sachen, die Leute gucken, die nicht... Also, keine... Royalty sind, ja? Keine königlichen Hoheiten, so ja. wie wir. Ja, das Ding. Und ich habe gesehen, Leben sieht interessant aus. Ich will mal versuchen, undercover zu gehen. Als eine Undercover-Prinzessin willst du sein? Ja. Und das an dem Tag, wo unsere ganzen Bediensteten nicht da sind, deine Bodyguards nicht. Ja, aber wenn ich den Bodyguards habe, dann weiß doch jeder, ich bin doch die Prinzessin. Ach so, ja gut, das stimmt. Okay, ja, dann musst du aber bitte den Prinzessinnenrock ausziehen. Die Krone muss weg. Wir müssen total undercover sein. Man darf uns nicht erkennen, sonst werden wir unseren Untertanen überrannt. Aber keine Krone. Keine Krone. Die Krone muss ab. Ja, du musst dann aussehen wie ein ganz normales Mädchen. Oh, soll ich mir dann noch ein bisschen Make-up auftragen? Sehen meine Augen anders aus? Du bist 10 Jahre alt. Auch wenn du eine Prinzessin bist, hier werden keine Make-up-Dinger aufgetragen. Okay. Dann gehe ich schon mal los. Jetzt muss ich es erstmal umziehen. So einen kleinen Prinzessinnenrock. Den erstmal weg. Und dafür nehmen. Und auch die Krone weg. Erstmal brauche ich ein schönes T-Shirt. Vielleicht das da. Oder noch einen normalen Hut. Okay, gut. Und jetzt noch vielleicht einen Hut. Und dann muss ich noch vielleicht meine Haare in den Topf machen. Und ich denke trotzdem vielleicht... Eva, was dauert das denn so lange? Sorry, ich komme. Du musst doch kein ganzes formelles Ballkleid anziehen. Meine Güte. Oh Gott, wie siehst du denn aus? Ganz ungewohnt. Was ist das denn auf deinem Kopf? Ich weiß es nicht. Wie, du weißt es nicht? Ich habe es einfach gefunden. Naja, gut. Sehr ungewohnt. Okay, sehr aber ungewohnt. Ich wollte noch fragen, soll ich noch meine Haare färben? Vielleicht blond. Nein, um Gottes Willen, morgen bist du doch wieder ganz normal Prinzessin. Trotzdem, ich wollte schon immer mal. Nein, Ende. Du kannst als Prinzessin undercover kommen. Wir gehen jetzt los. Okay. Ma, meine Krone. Oh mein Gott, ich war noch nie ohne Krone. Kannst du mir helfen, die auszuziehen? Warte, oh mein Gott, die ist ja draufgeklebt. Und wie kriegen wir die jetzt ab? Warte, das, was ich gemacht habe, mit meiner, okay? Also du musst einfach die ganze Zeit so drehen, okay? Und dann langsam geht's ja. Es hat geklappt. Was ein Glück. Meinst du, ich muss auch so was Komisches anziehen oder können wir jetzt in die Stadt gehen? Du musst auch was anziehen. Das sieht doch so königlich aus. Oh, es brennt! Ah. Wir müssen raus! Wo geht's raus? Warum brennt es hier? Warum brennt es? Wo sind die Angestellten? Oh nein, ich bin im Klo gefangen. Oh, warum ist dieses Haus so groß? Komm. Nach hier unten. Nach da unten. Es brennt, Eva. Unser Schloss brennt. Du musst die Schirme. Und da stehen schon die ersten Leute. Ach, ja. Oh mein Gott, ich sag doch. Die wollen alle in unser Schloss, immer. Warum brennt es? Oh, wo ist die Feuerwehr? Eva, wir gehen jetzt in die Stadt. Wir bauen uns einfach ein neues Schloss. Damit kann ich mich jetzt nicht beschäftigen. Und wo ist eigentlich der König? Ich weiß nicht. Oh, immer diese Untertanen, die da ins Haus wollen. Ist das Mädchen jetzt verbrannt? Hast du gesehen, was mit der passiert ist? Das Mädchen verbrannt? Mädel? Okay, wir tun einfach so, als ob wir das nicht gesehen hätten und gehen in die Stadt. Tada! Eva! Ja?
Meine Güte, das leben doch nicht alle im Fußvolk in solchen Wägen. Die haben auch Häuser, die sind zwar klein, aber guck mal, das hast du doch gesehen, wenn du hier hochguckst. Wo ist es eigentlich? Da oben, die Straße lang, da wohnen die Fußvölkler. Okay, dann, ich meine, wir haben die, ich glaube, die machen in sowas nur Urlaub. Urlaub? Da drin? Ja. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Kannst du das überhaupt fahren? Wer hat dir das beigebracht? Ich stehe hier. Du hast mich nicht mitgenommen. Du weißt doch, die Person, die uns immer fährt. Ich habe da von dem das immer gelernt. Wie heißt denn unser Chauffeur? Ich denke Chauffeur Jacques. Jacques heißt er. Jacques. Du musst anfangen, von unseren Bediensteten die Namen zu kennen. Das ist sonst nicht besonders nett. Guck, hier oben, da wohnen die. Dann los, ich hole uns das Haus. Das ist übrigens eine Kirche, ja? Hast du das gesehen? Das ist kein Haus, das ist eine Kirche. Okay. Da gehen die hin, um zu beten, dass sie auch Prinzessinnen und Prinzen werden. Dann also ein Caravan. Ich denke, ich habe ein Haus gefunden, worin die immer leben. Tada, tada. Ja, das sieht in etwa so aus wie die Häuser, in denen das Fußvolk lebt, glaube ich. Und unser Schloss ist abgebrannt. Jetzt müssen wir hier auch für immer leben. Ist denn überhaupt in dem Safe was drin? Mach mal auf. Ich mach, guck mal. Ah ja, da hat Jacques hat uns Geld hinterlassen. Jacques. Hier, aber wir können jetzt hier nicht zu lange drin verbringen. Ich krieg Platzangst. Oh, das gruselt mich gar hier drin. Okay, komm, hol dein Fahrrad raus und wir gehen in die Stadt. Okay, warte. Warte eine Sekunde. Ich hab was vergessen. Ich bin schon mal in dem Market Super. Market Super? Meinst du Supermarkt? Ja, genau da. Da ist auch jemand ganz Gruseliges. Ach du Gott, komm mal schnell her, Ava. Warte, komm mal. Du musst mich retten. Ava, hilf mir bitte. Warte, ich weiß, was zu tun ist. Oh, der bewegt sich, Wo ist die Polizei und wo ist der Bodyguard? Was ist das für ein Typ? So. Um Gottes Willen. Okay, ich hab ihn weggeschossen, keine Sorge. Okay. Hast du deine Krone auf? Hast du deine Krone auf? Ja, okay, hab ich. Zieh sie aus. Warum? Wenn die uns hier erkennen, dann stürzen die sich alle auf uns und wollen Autogramme und wollen Teil des royalen Lebens sein. Ziehst du die Krone aus? Okay, sie ist aus. Gut. Sie ist nicht da, sie ist weg. Und wo ist jetzt hier die gestopfte Lebergans? Gänseleber, meine ich. Das, was wir immer abends essen. Oh ja. Das Essen für royale Leute. Hier ist keine. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Pizza gegessen. Warte, ich will es mal probieren, okay? Du hast gar keine Gene, die Pizza verarbeiten können. Warte, ich werde es versuchen. So, Igitt, das ist eklig. Ich wollte zur Schule. Ich wollte auch schon mal so eine Schule sehen. Darf man da einfach so rein? Oder braucht man da eine Einladung, wie zum Ball? Braucht man da besondere Kleidung? Nein, ich denke... Man kann ja einfach reingehen. Ja. Hallo. Okay, warte, das ist doch komisch. Lass uns mal in der Polizei gucken. Okay. Da ist jemand. Ein Student. Da. Da, wo? Wo? Warte. Oh mein Gott. Wo geht der hin? Warte, ich muss... Oh mein Gott, der geht da rein. Und was macht der da? So sieht's aus. Okay. Du hast es hochgenommen. Ja. Darfst du das? Oh, jetzt liegt es da. Was ist das? Ein Kind. Wow. Wenn ich jetzt so tue, als wäre ich die Lehrerin. Okay, machen die Lehrer das so? Warte. Oh, jetzt sitze ich. Okay, ich bin leer. Okay, also ich finde, vielleicht ist das nur jemand, der hier besucht. Child. Ich habe ein Kind geschrieben. Oh mein Gott, die Polizei, die ist ganz verlassen. Stopp! Da ist jemand. Wo? Da. Wo? Da. Oh, sind die klein. Oh mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass unsere Untertanen so klein sind. Sind die alle so klein? Komm, wir jagen sie. Ich hab mir meine Mama. Mama. Deine Königinnen-Oma hat mir schon gesagt. Warum halte ich Handschellen? Wo bist du, Ava? Kleine Frage. Welche Pistole ist größer? Mach die Pistole weg. Okay. Deine Königinnen-Oma hat mir schon gesagt, wir müssen nett zu unseren Untertanen sein. Ohne unsere Untertanen sind wir nichts, sagte sie immer. Okay. Ich habe zwar noch nicht oft Untertanen gesehen, außer unsere Bediensteten, aber. Okay. Machst du das weg? Okay. Wenn ich keine Krone haben darf, dann würde ich. Nein! Gibt's hier wenigstens jemanden? Stell dir vor, wir würden krank. Und hier ist keiner. Hier ist keiner. Was ist da oben? Ava, da ist... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Berichte, ich komme da nicht hoch. Also, da ist Experimental Platz. Surgery. Ach, oh mein Gott, da ist ein Körper! Oh nein! Schnell weg, das sieht aus wie dein Opa! Ava, ich glaube... Ich befürchte, man hat uns unser ganzes Leben angelogen. Schnell raus. Oh, da, wo die Feuerwehr ist, ist auch alles verlassen. Wir haben den Mental Breakdown. Es gibt gar keine Untertanen.
TV-Show und das ist alles nur ein Set. Oder was, wenn wir in einem Videospiel leben? Zieh mal den Hut ab und die Krone auf, ob uns dann jemand erkennt. Mal schauen, hier. Hallo? Wenn uns so keiner erkennt, zieht auch deinen Rock an. Okay, ja. So, dass wir richtige Königin und Prinzessin sind. Und wenn uns dann niemand erkennt, dann wissen wir, wir haben immer nur in einer Scheinwelt gelebt. Hallo, guck. Oh, da ist jemand. Zumindest ist die Scheinwelt nicht leer. Ich glaube, wir leben in einer Scheinwelt. Oh mein Gott. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Erst also ganz dramatisch und dann wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Wir lassen dann noch einen Daumen da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis ihr Lieben. Ciao.